Du bist einzigartig, weißt du das eigentlich? Und wie wunderbar und wichtig du bist? Ja, super wichtig ist. Du hast nämlich eine einzigartige Lebensaufgabe. Und wie du die herausfindest, darüber sprechen wir heute im Tagesthema. Danach schauen wir in unser Tagesorakel, beten natürlich miteinander und das alles erwartet dich nach dem Intro. Bis gleich! Einen wunderschönen guten Morgen am 21.02.2022 zu deinem Engeltagesthema, Tagesorakel und Morgengebet. Herzlich willkommen. Heute geht es übrigens um deine persönliche Lebensaufgabe. Jawohl, darüber werden wir ganz, ganz ausführlich sprechen und dieses Video solltest du dir also unbedingt ganz bis zum Ende anschauen, denn die Gebete sind ja am Ende auch immer ganz wichtig. Wenn dir dieses Video gefällt, dann freue ich mich sehr und die Engel auch über deinen Daumen nach oben, denn das ist immer ganz, ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Abonniere Engel TV und aktiviere die Abo-Glocke, um immer zu erfahren, wann es hier neue Themen und vielleicht auch deine Themen auf Engel TV zu sehen gibt. Schreibe, wenn du die Gebete unterstützen möchtest, so ist es, 777 in die Kommentare. Und jetzt sprechen wir genau über dieses Thema. Also, bevor du in dieses Leben gekommen bist, bevor du in diese Welt gekommen bist, hat die urliebe Lichtquelle dir eine ganz spezielle Lebensaufgabe gegeben. Es gibt zwar Menschen, die behaupten, man hätte mehrere Lebensaufgaben, aber das ist falsch. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Lebensaufgabe zu leben. Und im Laufe des Lebens durchlaufen wir verschiedene Wege, die aber alle nur ein einziges Ziel haben, nämlich uns zu dieser einzigartigen Lebensaufgabe zu führen, damit wir sie erleben können, damit wir ihre Kraft erleben können, damit wir sie leben können, in unser Leben integrieren können. Denn das ist unser aller Ziel. Diese Lebensaufgabe ist immer zu dienen, die Liebe zu geben und Liebe zu empfangen. Und dann gibt es natürlich verschiedene Sachen. Das ist die Lebensaufgabe, die wir global alle haben. Ne? Und das ist auch der wichtigste Aspekt. Und es ist ganz wichtig, dass du deine Lebensaufgabe findest, dass damit du sie in diesem Leben lebst, damit du wirklich erfüllt bist im Beruf, in Liebe, in Gesundheit, in allen Bereichen. Das passiert nämlich, wenn du deine Lebensaufgabe lebst, ganz automatisch. Und wie du das schaffst, da hat die liebe Nadja Haffendörfer was ganz Wunderbares kostenlos für dich zur Verfügung gestellt. Nämlich einen ganz tollen Artikel, der ist so genial, dass ich ihn unbedingt in diesem Video erwähnen möchte. Den findest du oben in der Infobox und unten im Beschreibungstext. Gehe bitte unbedingt auf diesen Artikel, lies ihn dir in aller Ruhe durch und du wirst danach wissen, wie wichtig und wertvoll es ist, deine Lebensaufgabe zu erfahren. Und jetzt schauen wir ins Tagesorakel und damit, was wir heute alle für eine Aufgabe haben. Nicht wahr? Und ich mische für dich die Nomokarten der goldenen Zeit und frage die urliebe Lichtquelle, die eine Quelle unserer Schöpferkraft und die Engel, was sie uns über diese Karten heute mitteilen möchten. Nein, es sind natürlich nicht die Karten, die zu uns sprechen, sondern die geistige Welt, die himmlischen Helfer, die uns einfach ihre Impulse über die Bilder der Karten zukommen lassen. Wir haben die Schlange, den Bären und den Storch. Also, eine Frau, die uns auf den ersten Blick unangenehm erscheint, ja, sie ist auch unangenehm, ist aber auch eine Förderin. Allerdings hat diese Frau immer ihren eigenen Vorteil im Kopf. Also, so ein bisschen falsch und hinterhältig ist sie schon, muss man sagen. Dennoch ist diese Frau eine sehr starke, charismatische Persönlichkeit, zeigt uns der Bär an, na, der hinzukommt. Sie hat ganz viel Kraft, ganz viel Potenzial und ganz viel Stärke und wird damit einen Umbruch für uns alle bringen am heutigen Tag, eine große Veränderung auf der globalen Ebene mit sich bringen, die uns im Endeffekt sehr gut tut. Deswegen kann uns auch ihre Intention und ein bisschen der, sag ich mal, Egoismus dieser Frau kann uns eigentlich egal sein. Sie hilft uns, sie unterstützt uns und genau das nehmen wir doch einfach von Herzen gerne an und senden dieser Frau ganz viel Liebe aus unseren Herzen. Denn die haben wir ja immer. Da können wir immer ganz viel geben, ne? Dann nehmen wir das Kraft der Engel-Orakel noch dazu, natürlich, denn das sind ja auch meine schönen Impulse der Engel. Beide Kartendecks kannst du natürlich auch kaufen und findest die entsprechenden Links unten in der Infobox.
Erzengel Orion, die Karte des Haustieres und die finanzielle Fülle. Erzengel Orion ist der Erfüller der Herzenswünsche. Naja, was haben wir uns schon so lange gewünscht? Wir haben viele Wünsche wahrscheinlich in unseren Herzen drin und diese Wünsche gehen in Erfüllung. Da ist heute so ein Tag, wo einfach Wunscherfüllung groß geschrieben wird. Diese Wünsche werden dafür sorgen, dass wir alle durch die Karte des Haustieres mehr wieder in eine Verspieltheit, in mehr Leichtigkeit kommen und die finanzielle Fülle bringt uns einfach die Erfülltheit, nach der wir uns schon lange sehnen. Es geht also wirklich weiter, es geht aufwärts. Wir haben heute eine sehr schöne und gute Tagesenergie vom Grundsatz. Wir nehmen das Engel-Orakel für jeden Tag und ziehen uns natürlich daraus wieder den zusätzlichen Engel-Impuls für heute. Wir wollen schauen. Wir haben die Familie. Alle Situationen, die hier geschehen, alle Situationen, die in deinem Leben geschehen und die heute geschehen, haben ihren emotionalen Hintergrund in deiner Familie. Die Ursachen zu verstehen und zu heilen ist heute ganz besonders wichtig. Wenn du also Konflikte oder Probleme in deinem Inneren hast oder auch in deinem Umfeld hast, gucke, was gibt es dort familiär für dich noch zu heilen oder in Richtung deiner Vergangenheit zu heilen. Umgib dich selbst und die Person mit einer Energie von Liebe, mit einer Energie von Erzengel Michaels Licht. Du kannst auch die violette Flamme nutzen und sei einfach offen für die Geschenke, die diese Situation in Wahrheit für dich bereithält. Wir nehmen natürlich als nächstes das Orakel für Indigos, das verwende ich ja auch jeden Morgen, wie ihr wisst, für euch. Wir schauen auch hier natürlich wieder rein. Und die Freundschaft. Es geht also, umgib dich mit Menschen, die du liebst. Umgib dich mit guten Freunden, mit liebevollen Menschen, besonders heute. Das ist ein ganz, ganz wertvoller Impuls. Freunde sind sowas Wertvolles und sowas Wunderbares in unserem Leben. Wir nehmen als nächstes das Engel-Orakel für die Kinder. Denn schaut, liebe Kinder, gebt gut acht, ich habe euch etwas mitgebracht. Und das ist eure ganz persönliche Botschaft. Und das ist Hilfe. Wenn dir jemand wehtut, dich verletzt, dir Schmerzen bereitet, habe den Mut, einen Erwachsenen und natürlich auch die Engel um Hilfe zu bitten. Bitte die Engel, dich zu beschützen, dich zu behüten und sie werden es tun. Und hab keine Angst, den Erwachsenen die Wahrheit zu sagen, denn das ist ganz, ganz wichtig. Denn dann können die Erwachsenen dir helfen, dir zur Seite stehen und dafür sorgen, dass du in Zukunft in Ruhe gelassen wirst. Und benutze heute ganz oft die Worte: Mein Engel ist bei mir. Ganz zum Schluss natürlich unser wertvoller Edelstein-Impuls. Den haben wir auch jeden Tag immer mit drin. Und da wollen wir natürlich immer schauen, was kommt da auf uns zu. Beziehungsweise wer begleitet uns? Der Lapislazuli. Der Stein von Erzengel Michael möchte uns große Veränderungen, Lebensveränderungen bringen und tolle bombastische Erfahrungen. Wow! Ich werde dir natürlich unten im Beschreibungstext einen Lapislazuli verlinken, der energetisiert zu dir nach Hause kommt, damit du die Energie dieses Edelsteins auch für dich nutzen kannst. Und jetzt werden wir miteinander beten. Ich rufe die Engel, die Erzengel, die aufgestiegenen Meister, die Feen, die Elfen, die Kobolde, die Gnome, die Wichtel und alle Wesen aus Liebe und Licht jetzt an unsere Seite. Ich verbinde mein Herz in Liebe mit dir und lade dich ein, dein Herz in Liebe mit meinem zu verbinden, denn wir sind alle eins jetzt im Gebet. Geliebte, urliebe Lichtquelle, danke, dass du uns hilfst, in unsere Kraft, in unsere Stärke zu kommen. Danke, dass du uns neue Wege eröffnest, die uns zu einem neuen Weg des Friedens und der Kraft und der Liebe führt. Danke, dass du uns allen hilfst, Probleme in unserem familiären Bereich zu heilen, damit wir frei von diesen Belastungen in eine wunderschöne Zukunft durchstarten können. Und danke, dass du den Kindern den Mut gibst, wenn sie jemand verletzt, einen Erwachsenen und euch Engel, um Hilfe zu bitten. Danke und so ist es. Verpflichte dich der Urquelle, verpflichte dich der Liebe und verpflichte dich deiner Lebensaufgabe. Lass uns dafür beten. Und deswegen lese den Artikel von Nadja Haffendörfer, ne? Ganz wichtig, nicht vergessen. Daran denken, da unten im Beschreibungstext, oben in der Infobox. Geliebte urliebe Lichtquelle und Erzengel Michael, als Engel des Mutes und Vertrauens rufe ich dich, Michael, an. Und wir bitten dich um deine Stärke.
Erlaubt mir, mich selbst und mir selbst, meinem Leben und meiner Aufgabe, die du mir, geliebte Urliebe Lichtquelle, gegeben hast, zu verpflichten. Bitte führt mich, damit ich mein Herz jeder Erfahrung bedingungslos öffnen kann. Danke. Und so ist es. Erzengel Raphael fordert dich heute auf, einen koffeinfreien Tag einzulegen. Mach das mal. Lass uns dafür beten. Geliebte Urliebe Lichtquelle und Erzengel Raphael, ich bitte euch, meine Schnüre des Verlangens nach Koffein zu durchtrennen, damit ich die natürlichen Energierhythmen meines Körpers ohne chemische Zusatzstoffe würdigen kann. Danke und so ist es. Und jetzt dir einen wunderschönen Tag. Die urliebe Lichtquelle, sie segne und beschütze dich. Sie lasse ihre liebe Lichtenergie tief in deinen Körper, Geist und Seelesystem hineinfließen. Berühre dich tief in deiner Seele, in jeder Zelle deines Körpers und behüte, beschütze und begleite dich auf deinem Weg zur Erleuchtung. Liebe und Licht und bis morgen, Udo Golfmann. Tschüss.